Missionswort Jesus responde al mundo de hoy bringt die Hoffnungsbotschaft mit Redner Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwester, habt ihr darüber nachgedacht, was Gott wird von euch wollen? Gott will die Brücke. Dat is ganz sicher. Für jedem von seinen Kindern hat Gott eine Abgabe. Gott muss Mose dort klar und sagt, ich habe seine, wo mein Volk leidet. Und nun sieh ich dich kommen, und ich schicke dich, dass du sollst gehen, und das Volk in Ägypten rüttel. So, Gott sieht die Not in dieser Welt, und am Jammer dort, und er schickt uns, Han, dort wie Seele, diese Menschen aus ihrer Not rüthalb. Dort wie sie diese Menschen an erster steht, dort sehen, dass es für an Vergebung gibt, dass es ein Leben gibt, dass sie in Jesus kennen nie das Leben anfangen. Was vorkommt bedeutet auch, dass wir die Menschen irgendwie helfen, dass sie aus ihrer Armut rüthkommen oder aus ihrer Verzweiflung, was immer, manchmal ist es eine kleine Familie, dass die Kinder halbbrücken und so weiter. So, wenn es eine Not gibt auf dieser Erde und die Menschen nach Gott schreien, dann erhört Gott. Aber er will die in mir brücken, dass wir sie hingehen und diese Menschen helfen, die in Not sind. Sind wir ready dazu? Sind wir ready dazu, uns Haus zu verlassen? Sind wir ready dazu, in Sonntag oder in Heiligtag zu opfern, in wo Hand zu fahren oder an Arbeitstag, in wem zu helfen, der Not ist? Oder wird wie wollen, dass der Help soll vom Himmel kommen, von einem Engel? In wie bloß sagt ein Tötchen? Nee, du sollst der Engel Gottes sein, für die Menschen, die Not sind. Er will die Brücke. Dafür gab er sein Leben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns da tötest, dass wir keine die Abgabe erfüllen, die du von uns hast. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, der uns Kraft gibt, dort zu tun. Herr, ich bitte, dass du uns ein Hut gibst, dort redest, zu gehen, wenn du uns schickst. Und das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.